Okay, Hund. Hund? Fingerhut, Fingerhut, Fingerhut. Stiefel? Stiefel? Flöte, Papagei, den ich gerade. Doch, da ist er. Teleskop. Geldtasche. Handschuhe. Die brauchen wir bestimmt für eine Attrappe von uns. Huch. Kompass. Kätzchen. Schnapsglas. Also, Schnaps war jetzt auch gar nicht verkehrt. Aber ich finde das Schnapsglas nicht. Ich finde den Löffel. Fährtenmesser. Ja, Schnaps geht immer, ja. Das stimmt. Ich finde nur das Schnapsglas nicht. Das ist das Grandiose gerade. Blume. Pistole. Quittung. Münze. So, Münze. Oh ja, wo ist das Schnapsglas? Oh, ich hab's. Da. Sieht zwar ja aus wie ein Sektglas, aber passt. Münze. Gut. Hier brauchen wir bei nichts machen. Das Witzige an Wimmelbildspielen spielen ist, man sieht eigentlich so viele nützliche Sachen, die man mitnehmen könnte. Und was nimmt der Spieler am Ende mit? Etwas, was man eigentlich so gar nicht hätte sehen können. Kerzen. Truhe ist verschlossen. Natürlich ist die Truhe verschlossen. Glaubst du wohl nicht, dass hier irgendwas nicht verschlossen ist? Was wollte ich denn in Zeiten schneiden? Ja, Rufus. Stimmt, Deponia stand eigentlich auch erst noch zur Auswahl, aber ich glaube, bei Deponia wäre ich eingeschlafen. Das wäre, glaube ich, zu frustrierend auch irgendwann noch geworden. Zwei Stunden geschafft. Unfassbar. Deponia, ja. Kommt auch noch irgendwann. Da werde ich dann wahrscheinlich alle vier Teile hintereinander wegspielen. Ähnlich wie ich es jetzt ja mit Witcher mache. Ich glaube, das einzige Spiel, wo ich sagen kann, dass das definitiv heute noch kommt. Gut, heute nicht mehr, aber. Ja, doch, heute. Ist ja schon 0 Uhr. Jetzt kommt es doch noch heute. Ich hätte nur gedacht, dass wir dieses Spiel hier vor 0 Uhr durchhaben. Dem ist leider nicht so. Da gibt es vier Teile von. Ja. Deponia 1. Chaos auf Deponia, Goodbye Deponia und Doomsday Deponia, glaube ich. Oder Deponia Doomsday. Also ja, vier Teile. Aber den vierten kenne ich tatsächlich noch gar nicht. Die ersten drei habe ich Let's Played. Sind auch noch auf YouTube zu finden. Den letzten. Ja, habe ich noch nicht gemacht. Habe ich mir noch nicht rangewagt. Frag mich, wo der Fisch ist. Komm her, Fischi, 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 Fischi. Komm her, Fischi, 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 Fischi. Ein repariertes Auto. Ich sehe noch nicht mein Auto. Ach, da, das da unten? Hätte ich jetzt so als Auto nicht erkannt, aber okay. Und der Fächer. Dann wird das ja komplett blind für dich. Ja. Sofern ich es nicht vorher Let's Playen werde, aber ich gehe da mal nicht von aus. Ich denke mal,
Das werde ich vorher im Stream spielen. So, Kerzen haben wir genug. Nee, die brauche ich dafür noch nicht. Meine Lampe. Das ist hier. Und da brauche ich den Hebel für. Eigentlich Hebel. Kann ich hier noch irgendwas? Da kann ich noch was machen, aber ich bräuchte doch dann erstmal eine Lampe, die ich da. Ach nee. Jetzt haben wir einen Drahtschneider. Oh, warte, die Lampe. Aha. So, und die hängen wir jetzt vermutlich hier irgendwo hin. Hier noch Kerzen. Einmal anmachen. Griff. Ein Stein fehlt. Okay, dann nicht. Okay, der Stein ist da. Wieder so ein Rätsel, ja. Das bleibt leider bei Wimmelbildspielen nicht aus. So. Ich glaube, wir mussten von hier. Ja, von hier nach da unten gehen. Und irgendwo. Okay, das ist das Ziel dann. Nehmen wir mal ganz kurz alle Steine hier mit raus. Kann ich, denke ich mal, besser arbeiten, hoffe ich. Okay. Ich weiß nicht, ob diese Richtungen hier was bedeuten. Aber, na gut. Wenn das so wäre. Doch, gibt's zweimal. In die Richtung und einmal in die Richtung. Gut, aber das hier hätte halt keinen Sinn und Zweck. Gut. Muss jetzt erstmal nur gucken, wie das hier funktioniert. Ich befürchte sowieso schon wieder, dass ich überspringe. Wir machen es jetzt mal hier. Warte mal. Das macht aber mit dem hier keinen Sinn. Glaube, die Idee ist gar nicht mehr so verkehrt, aber. Platz nach unten reicht halt einfach nicht. Jetzt habe ich hier wieder alle aufeinander gestapelt. Oder muss ich. Nee, warte, das will ich nicht. Achso, das ist ja beides das gleiche. So. So. Jetzt mal hier hin. Aha! Gott, ich hatte gerade kurz da die Angst, dass nichts geworden ist. Wie geil. So, hinter dieser Wand muss sich ein Durchgang befinden. Ich denke mal nicht, dass wir. Okay. Also ich glaube, ich habe es damals, als ich. War ja eines meiner ersten Let's Play-Projekte.
Ich glaube, ich habe es damals nicht geschafft. Ich habe das damals, glaube ich, lösen müssen. Wenn ich mich richtig erinnere. So. Das könnt ihr mal schneiden. Also eines konnte ich entfernen. Alle anderen kann ich nicht entfernen. Okay. Gut. Einmal wieder zurück. Ich wohl dann doch noch nicht. Mondblumen. Spitzhacke. Und Wimmeln. Frosch. Entfroschen. Da ist ein Frosch. Rechen. Besen. Laterne, Schlange. Schädel. Ich sehe nur die Hälfte. Schriftrolle. Gehirn? Tatsächlich, da liegt ein Gehirn. Skorpion. Ah, Sternzeichen. Sanduhr. Reparierte Statue. Reparierter Traumfänger. Also Traumfänger und Statue. Schnecke. Da ist die Schnecke. Da ist die Glocke. Der Mond. Sonne, Mond und Sterne. Kugel, Mondblume. Das ist ein Ball und keine Kugel, aber okay. Statue. Und ich würde ja gerne den Traumfänger reparieren. Aber ich finde die Federn nicht dafür. Ich dachte zwar, das wäre die hier, aber scheinbar nicht. Bei der Kugel ist das dasselbe. Sehe ich jetzt zwar anders, aber... Ja. Ach, okay. Gut. So. Ich werde jetzt einmal ganz kurz aufs Klo gehen. Ganz, ganz kurz. Und danach dümpeln wir hier nochmal weiter rum. Ich lasse das hier aber einfach mal kurz laufen. Geht das weiter? Geh dafür jetzt hier extra eine Pause screen. Ich will nämlich einmal raustappen. Also gleich. So. Weiter geht's mit dem schönsten Spiel der Welt. Nicht. So. Ich habe schon völlig vergessen, wo waren wir stehen geblieben? Gut, das brauchen wir nicht. Sorry. Mondblume. Ich liebe es. Huch. Jetzt. Ich
Aber schön, dass es euch auch Spaß macht mit den Kätzchen. Das ist sehr beruhigend. Voll funny, Jumping. Mich wundert, dass du überhaupt noch wach bist. Wenn ich bedenke, wie lange du schon wieder wach bist. Rein theoretisch, Frustus, könntest du auch einen 24-Stunden-Stream machen. Weil du schläfst sowieso nicht. Ja, du schläfst einfach nicht. Du bist sowieso durchgehend wach. Und dir reichen 2 Stunden Schlaf. Und meine Wenigkeit ist nach 10 Stunden Schlaf immer noch nicht voll da. Ich mach den 48-Stunden-Screen. Oh Mann. Hier ist es so dunkel. Dieser Raum sieht aus, als wäre er früher mit Kerzen beleuchtet worden. Vielleicht kann man sie noch anzünden. Jo, such die Kerzen. Es werde Licht. Oh, das Ding mit dem Prisma. Ich erinnere mich, glaube ich. Da kommen wir noch nicht rein. Ich bin doch gerade mal 18 Stunden wach. Boah, 18 Stunden. Ich bin nicht mehr sicher, ob ich das wirklich schaffe. Also ich versuche es. Noch ist alles gut. Noch ist alles super, aber ich habe ja auch erst 2 Stunden 35. Plus minus Abzüge. Ein Rasiermesser. Oh nein. Oh, ich ahne, was es ist. Ich hasse solche Rätsel. So, wir haben's. Wieder was nichts für mich wäre. Sag mal, Kaya, was ist denn überhaupt etwas für dich? Jetzt mal so ganz blöd gefragt. 15. März 1584. Kaiser Rudolf II. Befiehlt rasche Ergebnisse. Der Golem ist für das Ritual bereit. Er wird perfekt sein und seine Kraft wird alles übertreffen. So ein Riese kann jeden Krieg gewinnen. Der Herrscher wird allmächtig und der Eroberer unbezwingbar sein. Der mögliche Kontrollverlust über den Golem ängstigt unsere wissenschaftliche Gesellschaft, selbst die Kreation. Wofür sieht dies und das? Oh Mann. Ja, das grenzt es ein, Kaya. Dr. Kelly und ich mussten mit Schrecken der Wirklichkeit ins Auge sehen. Der letzte Bestandteil der Formel für nach dem geheimen Ritual muss diese Person geopfert werden. Das ist Wahnsinn. Bei keinem wissenschaftlichen Experiment sollte ein Menschenleben geopfert werden. Der Kaiser weiß Bescheid, aber er ist noch zögerlich. Ich werde ihn morgen früh im Palast besuchen und ihm abraten, diesen abscheulichen Plan weiter zu verfolgen. Hm. 25. März 1584. Ritual Freisetzung des Willens der magischen Kreatur. Die Erschöpfung des Golems ist nicht nur schwierig, sondern auch äußerst gefährlich. Jeder Fehler kann die Geburtsstunde eines schrecklichen Monsters bedeuten. Der tatsächliche Schöpfer kann sein Experiment jederzeit wieder umkehren.
Das großartige magische Diagramm beschreibt das Ritual der Schöpfung des Golems mithilfe eines alten alchemistischen Alphabets. Wenn man alle Elemente besitzt, die für das Ritual der Freisetzung des Willens der magischen Kreatur vonnöten sind, kann man den Riesen in Kombination mit dem großartigen alchemistischen Amulett der Schlüssel zu allem Wissen auch vernichten. Ich habe heimlich eine Kopie des Amuletts angefertigt, um die Schurken davon abzuhalten, die Weltherrschaft an sich zu reißen. Ich dachte, es geht um die Weltherrschaft. Gut formuliert, ja, sehr. So, hier ist wieder eine Münze. Was ist hier auf der anderen Seite? Okay. Jaguar, Igel, Frosch, Fritze, Jaguar, Echse, 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 Echse. Wo ist die Echse? Flaschenschiff? Geht doch immer um die Weltherrschaft. Ja, stimmt eigentlich. Wenn man es mal genau betrachtet, ja doch. In fast jedem Film oder Spiel geht es eigentlich nur darum. Bei dir gerade gibt es irgendwo eine Ausnahme? Ne, ich glaube. Ich glaube, der Kerngedanke ist immer gleich. Hauptsache Macht. Macht und andere unterjochen. Das Echse. Löffel. Reparierte Teekanne. Nee, so Harvest Moon und so zum Beispiel nicht. Da will man nur eine geile Farm. Aber was ist, wenn es die Farm zur Weltherrschaft ist? Hm? Schon mal drüber nachgedacht? Die Farm zu erreichen der Weltherrschaft. Erstmal. Bär. Da habe ich tatsächlich noch nicht drüber nachgedacht, wo man gekriegt. Echt? Echt? Du hast da echt Grenzen? Also ich nicht. Ich könnte stundenlang über solche Dinge philosophieren. Zum Beispiel auch diese Pferdespiele früher, Abenteuer auf dem Reiterhof. Was ist, wenn es gar nicht darum geht, Preise zu gewinnen und die Farben deines Onkels zu retten? Nein! Was ist, wenn das Ziel ist, das Ziel der Pferde, durch die Turniere an die Weltherrschaft ranzukommen? Hä? Bei den Gedanken der Pferde? Vielleicht? Vielleicht wollen die an die Weltherrschaft. Man weiß es ja nicht. Man weiß ja nicht, was in den Köpfen der Pferde vor sich geht. Es ist eigentlich nur ein harmloses Spiel, aber vielleicht. Vielleicht wollen sie die Weltherrschaft. Die Pferde wollen die Weltherrschaft. Ja. Heu für alle ist ihr Slogan. Heu für alle. Bin gleich erst bei 3 Stunden und ich laber schon scheiße. Passt, ne? Ja, finde ich auch. Was kann man denn hier jetzt noch machen? Habe ich jetzt hier schon wieder irgendwas? Ah, Prisma. Du bist sicher, dass du 24 Stunden streamst, ja? Ja! Eigentlich bin ich mir sicher. Wieso? Ist das einfach keine gute Idee? Hm? Nur mal so. Nachgefragt. Meinst du, das kommt nicht gut? Oh nein.
Junge, das ist mir das nur ein Traum von rosa-roten Froschschuss und Thermomuffelratz. Ja, weißt du's? Rein theoretisch. Vielleicht existieren wir ja gar nicht wirklich, sondern vielleicht sind wir. Vielleicht ist das alles einfach nur noch ein großer Traum. Und. Soll ich wirklich weitererzählen? Ich lasse es lieber. Das kommen gleich noch die Leute mit dem mit der ärmellosen Jacke. Dann würde ich lieber aufwachen. Ja, schön. Ach, wir sollen. Lass mich raten. Ja, das grenzt das Ganze hier natürlich ein. Ich weiß, dass ich hier schon wieder verzweifeln werde. So. Also das habe ich damals tatsächlich nicht hingekriegt. Dafür war ich dann doch zu blöd. Ich würde das berechnen, das ist nicht ganz einfach. Nee, überhaupt nicht. Vor allem, du musst halt wirklich alle Kristalle hier treffen. Na, dann kommt es wieder zurück. Das Problem dabei ist jetzt, dass der Strahl da oben hin zeigen muss. Das Ding hier ist einfach mal so komplett unnötig. Weißt du was? So, wir haben es geschafft, ne? Hat keiner gesehen. Sehr schön. Ja, was? Das war doch. Nee.
Irgendwann schaffe ich das aber. Wobei, nein, ich glaube, ich werde dieses Spiel hier noch nie wieder spielen. Ich glaube, der Zug ist abgefahren. Nimm doch lieber sowas hier. Das kriegt man wenigstens ganz gut hin. So. Stimmt, das Ding ist ja kaputt. Ein kaputtes sollte ich da nicht reinsetzen. Brauche ich Federn? Doch, ich brauche eine Feder, aber das ist die falsche Feder. Ich brauche Münzen, aber das sind die falschen Münzen. Nee, das ist nicht ganz richtig. Das ist richtig. Nein, dich fühle ich nicht. Dich hier. So. Jetzt einmal die Blümsche. Nein, die Blümchen. Nein. Blümchen. Blümchen. Und Blümchen. Dann haben wir hier noch Münzen. Nein. Münze. Nein. Münze. Münze und jetzt fehlt nur noch das Amulett, was wir aber noch nicht haben. Dafür waren wir wieder ein bisschen zu voreilig. Dann einmal hier hin. Ah, jetzt kann ich's. Ja, Sinn, ne? Warum konnte ich dann vorhin das eine da aufmachen? Na egal. Nicht weiter drüber nachdenken. Gut, hier noch einmal dieses Puzzlechen hier machen. Und dann haben wir es hoffentlich bald. Dann kommen wir zu spannenderen Ereignissen hier kommen. So. So. Und das letzte. Da. So, das hier mache ich einmal wieder aus. Batterie sparen. Und wir haben das Amulett. Ava, I should let you in on the secret of your birth. It was foretold in the Middle Ages. According to legend, your elder sister, Sarah, had to prevent the evil from coming into our world. She was to kill her adoptive parents. The poor girl wasn't able to do it and ran away instead. However, she was not able to run from her fate. Ava, you are the last of Rudolph II's descendants who can stop these villains. To prevent the plans of these traitors, I created a copy of their amulet. Now it's yours. After Sarah died, the Black Alchemists needed your blood to create the powerful Super Golem. But you have another destiny, Ava. You must save the world and save yourself. Don't waste any time. Golem digitiert zu Super Golem. Jo. Überraschung, Überraschung, ja. Das ist also der Super Golem, hä? Okay. Gut. Karte. So, Amulett haben wir ja jetzt. Dich bitte einmal da reinsetzen. So. Und nun? Adam,
Are you all right? Were you released? And what about your grandfather? Eva, I'm fine. How are you? I didn't believe I'd be able to see you again. My grandfather is getting better. He told them that I wasn't guilty. You know Carl Schwarzenberg and his assistant? Anna, if I remember right, they're all dead. Their corpses were found burnt up in the tower. Can you imagine it? Adam, you are not going to believe this, but my sister and I were descendants of Emperor Rudolf II. Your sisters? You're really descendants of Rudolf II? That's right. Our parents knew that the Black Alchemists would be hunting for us. They needed our blood so they could create a powerful monster. Our parents hid us, but they weren't able to survive. When we were infants, they sent us to different orphanages. Carl was the Black Alchemist devotee. He managed to find Sarah, adopt her, and then waited for her to reach full adulthood. By discovering about their plans for her, Sarah was able to frustrate his terrible plans. She was almost able to escape, but died. Adam, it is too much. I'm so sad. After so many years, I found my only relative. But it's too late now. I'm completely alone. Eva, you are not alone. I've spent the last few years wandering, looking for something that I was missing, like a distant voice. And now that I've found you, I know what I was looking for. Endlich essen. Was für ein super Ende. Lass es ja schmecken. Ja, ich werde immer mal wieder ein bisschen knabbern. Für den Anfang reicht ein Salat. Wow, was für ein glorreiches Ende. Noch nicht mehr, es gibt noch nicht mehr Credits. Die wollten nicht mal, dass man herausfindet, wer dieses Spiel gemacht hat. Wer daran beteiligt war. Das wollten die nicht mal.